Moini, und da bin ich auch schon wieder mit der lieben Aloy und Horizon Forbidden West. Und irgendwie komme ich hier gerade nicht runter. Hallo? Okay. So geht es natürlich auch. Wir sind auf der Suche nach Erend. Wir haben gerade einen Hinweis gekriegt, dass wir hier unseren Fokus benutzen können. Und dass sie in den Süden gegangen sind. Und jetzt kann ich ihm folgen. Und da oben steht aber ein Säuredornrücken. Und ich habe gar keine Schockmunition, aber ich habe... Moment. So. Säurepfeile. Moment. Und der Scan sagt... Stark gegen... Moment. Das verstehe ich nicht. Ich gucke mir erstmal ein Notizbuch an. Säuredornrücken. Stark gegen Säureschäden, schwach gegen Schockschaden. Also mag er keinen Schockschaden. Richtig? Okay. Das bedeutet dann, dass wir wild durch die Gegend hauen und hier, weil der auf jeden Fall hier runter gebrutzelt kommt. So ein Gedöns hier spannen. Ah, okay, ist mir gerissen. Warum auch immer. Nein! Oh, so ein Glück. Ist so weit weg, oder? Kaum noch eine freie Stelle. Okay. Keine Munition mehr. Kann ich aber nachher stellen hier. 1, 2. So, und dann locken wir ihn an. Na komm schon. Uff, das ist ein bisschen weiter weg, als ich gedacht habe. Wie viel habe ich noch? Genug. Nein, nicht wegrennen. Ich habe hier doch gerade alles gespannt. Nein! Oh nein. Ich guck mal, ob ich die wieder einsammeln kann. Ich habe schon welche nachgebaut. Lol. Für nix, ja? Für nix habe ich das gemacht. Ansteigende Musik, sehr dramatisch. Hier war ein großer Kampf. Ich hoch mit dir. Wenn du mir hier so vor die Füße läufst, dann musst du damit rechnen, dass du Gulasch wirst. Oh, richtig, richtig gewastet. Das ärgert mich super dolle. Kann ich das looten? Das sieht so aus wie Loot. Nein. Schöner blauer Vogel. Ich höre Kampfgeräusche. Glaube ich. Willst du mal ein bisschen rennen, Aloy, oder? Boah, hier hat jemand mit Säure gespuckt. Da oben deftige Geräusche. Da ist Erend! Bums mit dem Hammer. Sie freut sich schön. Einer weniger! Und das hier! Dafür wurde ich geboren! Keine Buchhaltung! Keine Buchhaltung! Patrouille nach!
Handvoll Rüstung da oben. Nur der Kampf! Hey, Leute. Er freut sich auch, wie schön. Ah, da haben wir ihn doch. Den Säurerücken. Was meinst du, Ehren, soll ich helfen? Ich glaube, du kannst das auch alleine. Ich mach den Rest. Ja, versteck dich mal. Der findet dich bestimmt nie. Jetzt, wo du so durch die Gegend gesch... Naja, ist ja auch egal. Also. Einmal. Zweimal. Diese Säure, die haben Säurekanister auf dem Rücken. Ich kann eine Kettenreaktion auslösen, wenn ich sie mit Säurepfeilen treffe. Oh nein, maximale Stolper. So, nun. Oh, ja, das war gut. Na komm her. Put, 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 put. Nee, normale. Ja. Willst du nicht auch mal angreifen kommen, vielleicht? Das wäre ja mega easy. Das war ja mega easy, habe ich nicht gedacht. So, kann ich die wieder einsammeln? Nee. Ich krieg aber Metallscherben. Können wir uns auf halbem Weg treffen? Ja, ich loote eben. Ach, so ein Drama hier und in Wirklichkeit. Eine Spule ist jetzt in deinem Inventar verfügbar. Schalte Spulenplätze für deine Waffen frei, indem du sie verbesserst. Rüste Spulen aus, die du erbeutet hast oder kaufst, um die Leistung deiner Waffen zu verbessern. Klar, Spulen. Kein Problem. Ich möchte eben noch looten, Erend. Das schaffst du noch. Da hinten ist noch was. Da hätte ich hochgekonnt. Ja, ich hätte es auch eine Stufe schwieriger spielen können. Den habe ich schon gelootet. Oh, da kommt jetzt vielleicht noch was Dickes. Hallo. Der Grünglanz erzielt bestimmt einen guten Preis. Schon so viel Grünglanz jetzt gefunden. Ja, so richtig strategisch muss ich da im Moment noch nicht rangehen. Ist im Moment noch ein Hau drauf, aber es wird später auf jeden Fall sehr viel schwieriger. Deswegen ist es schon okay. Aber, ja. So, nee, länger. Da ist noch was für mich, obendrauf. Eine richtig schicke Kiste. Großzügiges Lager. Na, das ist doch mal was. Fupp, fupp. Kann ich hier hoch? Schade. Erend, ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Genau zur rechten Zeit, wie immer. Tja, du hattest den schweren Teil für mich. Blieben nur ein paar Nachzügler. Wie schlimm ist es? Das hier, wer braucht schon Rippen? Schon gut, schon gut. Okay, tja, du bist nicht bis in den Schrecken gekommen, um zuzusehen, wie ich verprügelt werde. Worum geht's? Die Gesandtschaft muss stattfinden. Dann kann ich nach Westen. Und was ich beim Turm getan habe, was wir taten, hat die Gefahr nicht beseitigt. Nur verlangsamt. Es gibt noch mehr zu tun. Wirklich? Das ist großartig! Ich meine, nicht der Gefahr ist nicht vorbei, der ist nicht so toll. Aber hey, was immer du bekämpfst, dein Speer, mein Hammer, wie in alten Zeiten. Erend, ich brauche die Gesandtschaft jetzt. Ich
kann nicht auf deine Heilung warten. Ein paar Tage Ruhe, mehr nicht. Eigentlich, selbst wenn du nicht verletzt wärst, was ich tun muss, das mache ich besser allein. Allein? War ja klar. Erend! Ich störe euch Turteltauben nur ungern, aber ich bin ziemlich erledigt. Ja, stell dich nicht so an, ich komme. Oh, es wird ja immer besser. Hör zu. Ich lass mich zusammenflicken. In Fahrlicht. Wenn die Gesandtschaft stattfinden soll, brauchen wir diesen Sonnenpriester. Den gelehrten Wadis. Oh, den kenne ich. Ich befreie das Tal von Dornrücken und schicke dann Wadis nach Fahrlicht. Dort treffe ich dich. Schätze, das ist eine Art Lebwohl. Wie bitte? Du bittest? Wäre das erste Mal. Was willst du damit sagen? Hey, vergiss es einfach, ja? Es ist nichts. Klingt aber nicht so. Okay, gut. Nach der Schlacht am Turm, als du fortgingst, du bist ohne einen Handschlag aufgebrochen. Leute wie ich haben an deiner Seite gekämpft und geblutet, Aloy. Und du haust ab. Wer tut schon sowas? Ah, okay, ich kann wieder hier emotional reagieren. Jemand, der keine Zeit hierfür hat. Ja, ich bin nicht wütend auf ihn. Jemand, der keine andere Wahl hatte. Jemand, der einen guten Grund hatte. Was wieder aufs Gleiche hinauskommt. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt so ein bisschen Aufarbeitung betreibe. Im letzten Teil, der hat ja direkt nach dem großen Kampf geendet. Und dann war es einfach vorbei quasi. Dann gab es so Endsequenz und so. Und ich konnte noch durchs Land laufen, aber es gab halt keine Story mehr nach dem Riesenkampf. Und irgendwie trifft man jetzt alle alten Freunde wieder und alle sind böse auf einen. Und irgendwie verabschiedet man sich aber auch gleichzeitig von allen. Und sie sagt immer, ich bin der einsame Wolf. Erend, dass ich gegangen bin. Ja, das wollte ich mal gesagt haben zwischen den ganzen Sequenzen hier. Einen guten. Danke, jetzt bin ich schlauer. Hör mir zu. Das Leben auf der Erde ist in Gefahr und nur ich kann es retten. Was meinst du damit? Genau das, was ich gesagt habe. Jedes Leben wird sterben, wenn ich nicht... einen Teil der Technologie der Alten in Ordnung bringe. Und die Zeit läuft uns davon. Tja, ich schätze, das ist ein Grund, okay? Ich bin ein Idiot. Erend! Bei der Schmiede! Das war mein Stichwort. Vielleicht sollte ich mit euch nach Fahrlicht gehen. Nein, nein, hey, nein, du wirst doch sicher anderswo gebraucht. Wir kommen ohne dich klar. Ach, Erend. Oh, das geht gar nicht gut. Oh, ja, jetzt kommt doch noch was Dickes. Wir halten dich nur auf. Och, Mensch. Also da übrigens. Da hätte ich auch was runterschicken können hier. Tja, das wäre so simpel gewesen. Und jetzt habe ich wieder nur... Und ich kann die nicht mehr herstellen, weil ich nicht... Toll. Toll, toll, toll. So ein gewastetes Zeug. Ah, hier... Nee. Woher kam das laute Geräusch? Weiß man nicht. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert. Hallo. Der dürfte jetzt tot sein. Das wollte ich nicht.
Egal. So, da ist noch mal ein Waschbär. Dieser kleine Vogel, ne? Ein Heer. Okay. Und da? Ich schleich mich mal in den Heer an. Ja, das ist nicht so geschlichen, aber ist okay. Okay. Der Herr hat kein... ja, konnte ich nicht verprügeln auf jeden Fall. Keine Angriffsfläche. Eichhörnchen! Ziel markieren. Ich brauchte für irgendwas, brauchte ich was vom Eichhörnchen. Nein, 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 stehen bleiben. Polizei. Wie kriege ich den? Wirklich gar keine Ahnung. Kann das Eichhörnchen fallen? Hallo? Ja, so nicht. Okay, wir jagen kein Eichhörnchen mehr. Kam mir ein bisschen doof vor. Okay. Ein Heer. Oh, ein Kaktus. Ja, ich habe übrigens auch noch das Gefühl, dass die Anfangsszene, also es gab ja erst die Wiederholung nach dem Spiel, also die Wiederholung des ersten Teils, und dann gab es ja eine Anfangssequenz. Sieht essbar aus, wenn man dich kocht. Und in der Anfangssequenz gab es ja einen Traum. Ich habe das Gefühl, dass der Traum, weil der, ja... Der war sehr surreal, dass der noch eine größere Rolle spielen wird. Könntest du dich ducken, bitte? Also im Gras wäre auch schön. Ach, da kämpft jemand schon. Gut, soll ich nochmal den Waste auf das mich ist der nehmen? Steinbruch, den Todes meinte. Auch die mit dem Säureschaden hier. Auf dem Pobbes. Wow, oh mein Gott. Nein, nein, nein. Ui. Weg hier. Und er ist cool. Kann ich. Nee, das ist irgendwie falsch. Ich weiß nicht, was das war, aber es war falsch. Das hier. So. Zeitlupe. Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott. Darf ich jetzt... Hallo? Okay, müssen wir uns ein bisschen mal umgucken hier. So. Jetzt aber, mein Freund. Okay. So. Wow. Schwachstellentreffer. Eine Maschine weniger. Die muss ich mal nach herstellen. So. Aber da oben war. Da hinten ist noch eine. Okay, 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 okay. Ich muss hier weg. Okay.
Jetzt. Nein, jetzt nicht mehr. Das wollte ich treffen. Die ganze Zeit über. Ich gehe noch mal hier oben hin. Aua. Aua. Noch einer weniger. Könntest du nicht von beiden Seiten gleichzeitig kommen? Danke. Ich will hier einmal weg kurz. Danke auch. Brauchst du Hilfe? Du bist ja gleich tot. Oh Gott. Kann es sein, dass die gerade sterben, weil ich nicht schnell genug bin? Das war gut. Oh. Keine Munition mehr. Eine Maschine weniger. Achso, nein, das sind die Meter, die entfernt sind. Dann auf ihn. Ja. Noch einer weniger. Ja, beruhig dich mal, mein Freund. Nicht gut. Oh, voll reingerannt. Eben mich hier nachbasteln. Oh, das könnte was werden jetzt. Nee. Jetzt. Oh, zu spät. Wow. Aua. Ich gehe noch mal hier oben hin. Hau, raste du mal aus. Jetzt! Ah, oh, das war gut. Ach ja, der Hintern war doof. Nein, nicht sterben, Aloy. Anderen angreifen? So ein bisschen? Ich werde dich in Stücke schneiden. So. Ja, ich brenne. Komm schon. Nein! Oh, es war so knapp. Ich bin so übermütig geworden. Ich bin so übermütig geworden. Nein. Uff. Wo bin ich? Hier. Pass auf, hier ist eine andere Maschine. So. So. Der müsste gleich sterben eigentlich. Wenn er mich nicht umbringt. Eine Maschine weniger. Okay. Du müsstest auch gleich platt sein eigentlich. Oh je, okay. So ein Chaos. Okay. Ich mach mal so. Dann renne ich mal. Nein, ich renne. Lass mich in Ruhe. Ich brauche kurz ein bisschen Abstand. Und du da hinten. Noch einer weniger. Und du da hinten. Nicht so schnell rennen, da komme ich nicht hinterher. So.
Eine Maschine weniger. So. Keine Munition mehr. Wieder da im... In der Zeit, bevor auf mich zugestürmt ist. Okay, und der da hinten, den kriege ich von hier nicht. Aber der steht auch ganz gemütlich rum, ne? Das hier nicht irgendwie lösen? Warum steht denn der da so gemütlich rum? Hallo? Wollen Sie nicht mehr kämpfen? Und kritischer Treffer. Boah, nachher sagen die, dass das ein Freund war. Nö, war es nicht. Das war der letzte. War ein bisschen verbuggt, denke ich. Das war aufregend. Oh, hätte ich damit schießen können? Nein. Looten, looten, looten. Oh, wie hätte das denn hier... Wie wäre das denn schön geworden? Das sieht aber... Nee, hätte nichts gebracht, oder? Hätte ich das irgendwie runterziehen können? Nee. Puh. Es kommt, wenn man so flext. Ja. Ist okay. Ja, das hätte ich hier runterschießen können. Oh. Das merke ich mir, sagt sie. Ah, da kann ich noch mal. Cool. So, und jetzt habe ich richtig schön viel Loot aufgesammelt. Jetzt können wir reden, wenn du möchtest. Keine Ahnung, was eine Nora hier macht, aber wir schulden dir was. Wir haben uns ferngehalten und auf die Garde gewartet, aber einer der Dornrücken griff uns an. Und dann kam es zu einer gewaltigen Auseinandersetzung. Geht es allen gut? Wir haben gute Leute verloren. Aber dank dir haben wir noch den Steinbruch. Jetzt ist es immerhin ruhig. In einem aktiven Steinbruch sollte es in den Ohren dröhnen. Aber die Pfeife in Kettenkratz erklingt nicht, also können wir nur aufräumen. Braucht ihr die Pfeife zum Arbeiten? Meine Leute und ich, wir sind hier nur kleine Zahnräder. Solange Alvand nicht pfeift, bleiben die Hammer liegen. Und wenn wir ohne seine Erlaubnis arbeiten, feuert er uns. Meine Leute haben schon genug durchgemacht. Hat Alvand so viel Macht? Er hat Geld und genug Verbindungen, um unsere Feuer auszulöschen. Bei den Dornrücken hätten wir fast bessere Chancen. Woran arbeitest du mit deinem Trupp? Wir sollen in Alvands Parzelle arbeiten, Steine zur Verstärkung von Fahrlicht abbauen. Doch der Arbeitsstopp und die Dornrücken haben uns aufgehalten. Ich habe diese Biester noch nie zuvor im Schrecken gesehen. Wo zum Schmiedefeuer sind die hergekommen? Ich weiß nicht. Zumindest noch nicht. Ich muss aufbrechen. Bleib gesund. Dank dir könnte das heute tatsächlich möglich sein. Das ist doch wundervoll. Ich glaube, ich habe die meisten Dornrücken erledigt. Kettenkratz kann wieder an die Arbeit. Ach ja? Was ist das da hinten? Ich überbringe Irvind die gute Nachricht. Und wird dies. Sorry. Vielleicht kann die Gesandtschaft dann endlich stattfinden. Hab einmal nach der Zeit geguckt und ich erledige dir genug den Dornrücken davor. Vorne. Weil es so viel Spaß gemacht hat. Ach so. Da braucht doch jemand Hilfe. Das war nicht gut. Das. Ich helfe gern. Dann mal los.
richtig schön schleimig. Hi. Darf ich auch looten? Oh nein, oh, da ist jemand unter dem Kadaver hier gefangen. Hm? Achso, aus der Rampe freien. Ich hätte schon gedacht, dass es jetzt irgendwie ein bisschen Dialog gibt, aber ist auch okay. Wir sind dir sehr dankbar, Retterin. Nur Aloy. Aloy reicht schon. Erend hat erwähnt, dass Titel nicht dein Ding sind. Ihr seid Gardisten. Wir begleiten Wardis wertvollen Hintern zur Gesandtschaft. Wenn wir diese Dornrücken loswerden. Wir sollten Kettenkratz im Auge behalten. Dann tauchten diese Viecher auf. Den ersten habe ich schnell erledigt. Aber ich konnte nicht rechtzeitig ausweichen, als er fiel. Ich habe dir gesagt, dass du vor einem Einsatz nicht so viel essen sollst. Ich sollte jetzt wohl mal los. Und wenn du unterwegs auf Dornrücken triffst, lass ich keinen auf mich drauffallen. Vielleicht willst du ein paar hiervon mitnehmen? Sind recht praktisch im Kampf. Danke. Mach's gut, Aloy. Schön. Verwende Rauchbomben, um Gegner in der Nähe zu verwirren und zurück in die Tarnung zu flüchten. Oh, was ist das für ein schönes Bild? Rauchbomben können auch unter Wasser benutzt werden. Es wird sowas von mal einen Unterwasserkampf geben. Super. Also, gibt es hier irgendwo einen Speicherpunkt? Der hier ist 88 Meter entfernt. Der ist 8 Meter entfernt. Den nehmen wir. Och, der ist direkt hier. Das sind 8 Meter. Ah, klasse. Und dann reicht mir das auch für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann. Bis dann, ciao.